Es könnte ein Durchbruch sein. Ein Corona-Impfstoff scheint ausgesprochen gut zu wirken und könnte in Hessen produziert werden. Wir kümmern uns um diese Nachricht des Tages. Außerdem, Joe Biden hält seine Siegesrede und wir klären, was das mit Fulda zu tun hat. Und dann ist da noch die Frage, was der Teil-Lockdown für Hessens Martinsgänse bedeutet. Leben die nun länger? Damit willkommen zur Hessenschau. Hallo. Ja, je länger die Krise geht, desto mehr sehnt man sich förmlich nach guten Nachrichten. Heute Mittag kam so eine. Die Firma BioNTech aus Mainz hat bekannt gegeben, einen Impfstoff auf der Zielgeraden zu haben, der einen 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten soll. Das seien Zwischenergebnisse der klinischen Tests. Der Impfstoff könnte in Marburg produziert werden. BioNTech in Marburg. Im September hat das Mainzer Pharmaunternehmen hier einen Produktionsstandort übernommen. Wohl aus gutem Grund. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Covid-19-Impfstoff könnte hier produziert werden. Bis zu 60 Millionen Dosen pro Monat. Wie gut der Impfstoff ist, ist für Experten und Politiker noch nicht genau einzuschätzen. Bekannt gegeben wurden die neuen Daten nur mit einer Pressekonferenz. Also es gibt keine wissenschaftliche Studie, dass man die Daten wirklich überprüfen könnte. Allerdings 90% Effektivität ist sehr viel. Also das sind Zahlen, die ungefähr auch an Kinderimpfstoffe gegen Masern rankommen. Normalerweise ist man auch mit weniger Effektivität, also 60-70%, wäre man auch schon zufrieden. Es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Das war ja bis hierhin unsicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der tatsächlich wirkt, der tatsächlich Infektionsgeschehen reduziert, eine Infektion vermeiden hilft. Und danach sieht es Stand heute aus und das ist ermutigend. Noch diesen Monat soll der Impfstoff in den USA zugelassen werden, per Notfallzulassung. So jedenfalls der Plan von BioNTech. Dabei spielt wohl auch eine wichtige Rolle, dass der Stoff gut von den Probanden vertragen wurde. Und zwar nicht nur von den jungen Teilnehmern, wie uns der BioNTech-Gründer versichert. 40-50% der Probanden sind so rekrutiert worden, dass sie ältere Probanden sind, die über 65 Jahre alt sind. Entsprechend indizieren die Daten, dass der Impfstoff jetzt nicht nur bei den jüngeren Probanden wirkt, sondern auch bei älteren Menschen. Allerdings, erprobt wurde der Impfstoff nur 2 Monate. Die Experten warten jetzt auf Ergebnisse aus längeren Studien. Zudem ist noch offen, wie lange der Impfschutz überhaupt hält. Klar ist, die Börse begrüßt BioNTechs Nachricht. Der Aktienkurs schnellte rapide in die Höhe und wird mit einem deutlichen Plus abschließen. Von einem Impfstoff profitieren würden in Deutschland wohl zuerst die Risikogruppen und auch Ärzte und Pflegepersonal. So die Empfehlung einer Expertenkommission. Ein Corona-Impfstoff aus Mainz und Marburg, eine gute Nachricht. Ja, und wir bleiben beim Thema Leben in der Pandemie. Die 112, die kennt wohl jeder. Das ist der Notruf. Aber dann gibt es noch eine weitere Nummer, die 116117. Die sollte man anrufen, wenn man Erkältungssymptome hat und fürchtet, es könnte Corona sein. Die Landesregierung wirbt heute gezielt für die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Und wir wollten wissen, wie bereit der überhaupt ist an seiner Hotline. Wir haben es probiert. Die Nummer 116117 ist leicht zu merken. Aber erstmal muss ich mich zum Service durchtasten. Wir helfen Ihnen, wenn Sie krank sind. Wenn Sie Informationen rund um das Coronavirus oder die Grippeschutzimpfung hören möchten, drücken Sie bitte die 1. Und dann warten. Sie befinden sich in der Warteschleife auf Platz 14. Nach längerer Zeit endlich jemand am Apparat. Ich gebe vor, Symptome zu haben. Hallo, grüße Sie. Ich habe seit einiger Zeit, glaube 3 Tage, ein bisschen Fieber und so Nasenschniefen und ein bisschen Erkältungssymptome und wollte gern fragen, was ich da am besten mache. Doch einen festen Termin habe ich nicht bekommen. Nur die Zusage, dass man mir in einem Testzentrum in meiner Nähe weiterhilft. Die nette Dame gibt mir auch ein Codewort, mit dem ich mich dort melden soll. Dann wüssten die Tester Bescheid. Aber bloß früh anstellen. Die Kassenärztliche Vereinigung und der Sozialminister haben die Nummer 116117 beworben. Heute startet eine Kampagne, um Patientenhilfe besser zu steuern. Wir möchten den Ansturm sozusagen in Anführungsstrichen entflechten.
Ja, wir möchten den Patienten Zeitslots zuweisen, damit wir sie möglichst sicher in den ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen auch behandeln können. Bei den Bereitschaftszentren soll mit der Nummer auch verhindert werden, dass sich andere Patienten womöglich anstecken. Und dort droht auch Überlastung. Vor allem deswegen die Werbekampagne. Die Nummer ist nicht neu, aber kennt man sie? Nee, eigentlich nicht, nee. Ja, finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall, ja. Werde ich mir mal merken. Ich hatte das schon mal gemacht und habe dann war beim Hausarzt und habe das Gesundheitsamt angerufen. Die konnten mir nichts sagen, dann stand ich 2 Stunden in der Schlange. Also für mich wäre es gut gewesen, weil ich mir die 2 Stunden gespart hätte. Eigentlich eine gute Idee, aber schade, dass die Bürger sehr wahrscheinlich die Nummer gar nicht alle kennen. In Hessen sollen zudem 3 neue Testzentren eröffnet werden. In Offenbach, Groß-Gerau und Frankfurt. Auch nach einer Woche Shutdown gibt es bei den Neuinfektionen wenig Veränderung. So der Sozialminister. Er warnte erneut vor zu viel Leichtsinn bei Jugendlichen. Auch ein junger Mensch, der sich mit Covid-19 infiziert, kann einen sehr schweren Krankheitsverlauf haben, bis hin auch zur Notwendigkeit, beatmet zu werden. Deshalb kann ich nur allen raten, seid vorsichtig, nehmt euch auch selbst zurück. Nur krank oder doch Corona? 116, 117 soll helfen. Die Kassenärzte versprechen keine lange Wartezeit. Und die ganz aktuellen Corona-Zahlen für Hessen gibt es jetzt in den Nachrichten mit Roland. Ja, und in diesem Fall konnten die Zahlen aus Wiesbaden nicht mit einberechnet werden. Da gab es technische Probleme. Aber seit gestern wurden bei 883 Menschen eine Infektion nachgewiesen. In den letzten 7 Tagen waren es insgesamt 10.327 Personen. Das sind 119 weniger als in den 7 Tagen davor. Und es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 21.200 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Immer wieder kommen Drohnen Flugzeugen gefährlich nah. Deshalb hat die deutsche Flugsicherung in Langen nach einem passenden Abwehrsystem gesucht. Die Tests dafür in Frankfurt und München sind jetzt abgeschlossen. Die Lösung wird eine Mischung aus verschiedenen Sensortechnologien sein. Die Ergebnisse gehen jetzt aber erstmal an das Bundesverkehrsministerium. Protest ja, Gewalt nein. Mit dieser Devise bereitet sich die Polizei auf die Räumung und Rodung im Dannröder Forst vor. In den kommenden Tagen soll es dort losgehen. Die Polizei rechnet zum Teil mit massivem Widerstand, will aber sowohl Protest als auch die Baumfällarbeiten möglich machen. Zurzeit gibt es dort rund 400 zum Teil massive Barrikaden der Ausbaugegner. Der US-Unternehmer Elon Musk expandiert jetzt offenbar nach Hessen. Dabei geht es aber nicht um Tesla, sondern um Internetverbindungen per Satellit. Ein Stützpunkt der Firma Starlink soll in Frankfurt entstehen. Dafür gibt es jetzt einen Eintrag im Handelsregister. Die Starlink-Satelliten umkreisen die Erde in relativ niedriger Umlaufbahn und sollen so eine kurze Reaktionszeit für Internetbefehle haben. Das war's erstmal von mir und Daniel macht weiter. Dankeschön, Roland. Er tritt auf die Bühne und hält seine Siegesrede. Es ist der Moment, für den US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden lange gekämpft hat. Er teilt ihn mit seinen Anhängern in seiner Heimatstadt Wilmington. Und Glückwünsche bekommen er und Kamala Harris auch aus Fulda. Denn Fulda ist die Partnerstadt von Wilmington. Und Bernd Arnold ist live in Fulda. Und Bernd, ich habe auf dem Ohr die Nationalhymne von den USA. Kann das sein? Genauso ist es. Hier wird das Waldhorn gespielt von Lilli Berg und die Nationalhymne, die ist doch relativ bekannt. Daniel, da warst du genau richtig. Wir werden gleich noch ein bisschen mit der Lilli sprechen. Die hat nämlich ganz spannende Familiengeschichte. Erstmal zum Dirigenten. Lilli spielt bei dem Sinfonieorchester der Jugend hier. Was für Verbindungen gibt es da in diese Partnerstadt, die ja jetzt so einen wichtigen Präsidenten bekommen hat? Ja, seit 2011 gibt es eine Partnerschaft zwischen dem Wilmington Children's Chorus und dem Jugend Sinfonieorchester Fulda. Und seitdem treffen wir uns ja auch alle 2 Jahre, einmal in Wilmington, einmal in Deutschland, also in Fulda, und üben gemeinsam ein Programm ein. Da haben Sie uns ein paar Bilder mitgebracht. Können wir mal, uns das mal anschauen, wie das aussieht, wenn Deutsche und Amerikaner da zusammen musizieren? Ja. Können Sie ein bisschen kommentieren, was dann so was passiert, wie das ist mit dem Austausch? Ja, also wir haben zum einen einen musikalischen Austausch, auch einen kulturellen Austausch. Wir lernen einander kennen,
bei Ausflügen, bei Freizeitaktivitäten, aber vor allen Dingen, wenn wir miteinander Musik machen. Die geht ja bekanntlich unter die Haut. Haben Sie schon mal drüben angerufen? Gesagt, hurra, komm, wir haben's. Ich habe heute telefoniert mit einer der zwei Chorleiter, Kimberly Doucette. Sie sagt an alle viele Grüße, an unsere inzwischen zu Freunden, weil wir inzwischen zu Freunden geworden sind. Und sie sind natürlich sehr stolz, dass der neue Präsident aus Wilmington kommt. Und sie haben auch schon für ihn gesungen in der Vergangenheit. Und sie sagt, vielleicht kann man die gute Beziehung zu beiden beibehalten, vielleicht sogar noch ausbauen, denn wir planen ja wieder rüber zu fliegen. Das war so ein musikalischer, aber wir wollten mal wissen, was sagen denn die Leute zu diesem neuen Präsidenten und zu diesem neuen Freund Fuldas? Wir freuen uns, wenn er vielleicht doch mal Fulda besuchen würde, seine Patenschaftsstadt in Deutschland. Ja, da freut man sich dann schon. Man hat im Vorfeld irgendwann mal mitgekriegt, dass der Biden aus Wilmington stammte. Die genauen Hintergründe weiß ich jetzt auch nicht. Und das hat man so im Ohr. Wilmington ist die Partnerstadt seit 20 Jahren, schätze ich mal, etwas länger. Ja, gut, das ist ja ein Anlass. Da freut man sich halt ein bisschen mit. Es gibt ja sonst nicht viel zu lachen in diesen Zeiten. Und wenn der uns dann hier mal besuchen würde, dann hätte er bestimmt einiges sich anzuschauen. Und wir wären sehr gute Gastgeber und würden uns sehr, sehr über seinen Besuch freuen. Und wünschen ihm erstmal alles, alles. Ja, Fulda würde sich freuen. Sie würden sich wahrscheinlich auch freuen. Die Frau Stieber ist für die Kultur zuständig, für den Austausch mit den US-Amerikanern. Welche Hoffnung verbinden Sie mit diesem neuen Präsident, dem neuen Freund Fuldas? Ja, natürlich freut sich Fulda insbesondere, dass Biden Präsident geworden ist. Wenn auch mit einer knappen Mehrheit, aber er hat gewonnen. Also in Fulda, glaube ich, hätte er klar gewonnen. Ja, in Fulda hätte er klar gewonnen. Als er Vize war, Fulda ist ja die Partnerstadt von Wilmington. Als er Vize war, hatte der damalige Oberbürgermeister ihn schon nach Fulda eingeladen, aber er ist nicht gekommen. Der jetzige Dr. Wingenfeld hat ihn jetzt nun wiederum ganz herzlich nach Fulda eingeladen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn er Fulda besuchen würde, weil Fulda hat eine enge Beziehung zu den Amerikanern, die schon daher herrührt, weil das 11. Panzeraufklärungsregiment bis 1994 hier stationiert war, an dem heißesten Punkt. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wollen wir noch ein bisschen Musik hören? Ja? Jawohl. Dürfen wir? Gut. Dann Lilly Berg, die wollte uns noch was vorspielen, ganz schnell. Ja? Okay. Lilly ist übrigens, ihr Papa ist Amerikaner, ne? Also wenn Sie jetzt uns das letzte Stückchen noch präsentieren würden, um uns dann musikalisch verabschieden zu können. Ja. Dankeschön. Ja, ich glaube, sie wird dann auch spielen, wenn Biden nach Fulda kommt, wo dann Bernd Arnold auch wieder live schalten wird. Wir freuen uns drauf. Das Familienleben zu organisieren, das war ja noch nie ganz leicht. Arbeit, Schule, Haushalt, Erziehung, Freizeitwünsche. Und der Tag hatte auch vor Corona nur 24 Stunden. Doch jetzt ist alles noch etwas komplizierter. Filmemacher haben ein halbes Jahr lang immer wieder in hessischen Haushalten gedreht und gerade auch den Müttern über die Schulter geschaut. 7 Uhr morgens in Frankfurt. Mutter Sonja und Tochter Amelie sind noch müde. Will weiter schlafen. Ja, das würde ich auch gerne wollen. Sonja hat nur wenige Stunden geschlafen. Ihr steckt noch die Spätschicht in den Knochen. Amelie ist 8 Jahre alt und morgens schlecht gelaunt. Toast, Chiabrot, Müsli. Sonja ist Krankenschwester an einem Frankfurter Krankenhaus und alleinerziehend mit 2 Kindern. 30 Stunden arbeitet sie pro Woche im 3-Schicht-System. Gestern Abend ist sie erst um 22 Uhr nach Hause gekommen. Trotzdem muss sie am nächsten Morgen perfekt funktionieren. Du rackerst deine To-Do-Liste ab, die du dir gemacht hast und ja, bist froh, wenn du am Abend nichts mehr hast, was du auf den nächsten Tag noch verschieben musst, weil die To-Do-Liste von morgen ist ja genauso lang und wird dadurch nur noch länger. Heute ist wieder Spätdienst. Kommt Amelie nachher aus der Schule, arbeitet Sonja. Kommt Sonja von der Arbeit, schläft Amelie. Sonja ist eine von vielen schwer gestressten Müttern. Im Beruf, zu Hause, in der Freizeit, Superwoman, immer bereit, immer perfekt.
Die vielen Rollenbilder und der gestiegene Stress machen Frauen kränker, so Frauenarzt Marcel Marquardt. Früher war es tatsächlich so, sie hatten typischerweise eine Familienrolle, sie hatten eine Mutterrolle. Heute ist es so, dass sie tatsächlich verschiedene Rollen spielen müssen, ganz einfach, weil sie berufstätig sind. Sie sind Mutter, sie sind Geliebte, Ehefrau, wie auch immer. Und diese Anspruchshaltung, gleichermaßen gerecht zu werden, die ist natürlich erheblich komplizierter. Das hat Folgen. Eine davon: In den letzten 10 Jahren ist die Krankschreibung wegen psychischer Probleme bei Müttern um 67% gestiegen. Mama! Mama! Ja. Ja. Mama, kannst du das hier reintun? Lockdown Homeoffice bei Marion. Die Projektleiterin einer Frankfurter Bank ist mit ihren Kindern seit Wochen zu Hause und versucht zu arbeiten. Was? Ihr Mann, auch im Homeoffice, bekommt vom Trubel oft nicht so viel mit. Inzwischen ist sie erschöpft. Also so die ersten 3 Wochen, da war ich so freitags wirklich so für mich ungewöhnlich erschöpft, dass ich tatsächlich so kurz vor den Tränen war, was bei mir echt selten vorkommt. Einfach weil das zu viel war, es war einfach zu viel. Mütter haben unter dem Lockdown am meisten gelitten. Das sagen sämtliche Studien. Denn Corona hat die Situation für Familien deutlich verschärft. So das Meinungsforschungsinstitut Rheingold. Ich würde sagen, dass die Corona-Zeit für alle Menschen eine sehr massive Erfahrung ist. Wenn wir aber die Familien uns anschauen, dann ist da das natürlich noch mal etwas zugespitzter auch gewesen. Ein Familienkonstrukt, das sowieso schon auf Naht gestrickt ist, ist dann natürlich zum Zerreißen gespannt. Für die Frankfurter Krankenschwester Sonja heißt es im Lockdown Homeschooling nach 8 Stunden Frühschicht. Sie ist seit 4 Uhr morgens auf den Beinen. Ich habe auch schon aber den 4. oder 5. Kaffee-Intus, dass ich noch die Augen aufhalten kann. Ich meine, der Tag dauert auch ein bisschen. Es ist noch nicht mal ganz 3:30. Und erstmal heißt es Masken auskochen. Ein Ende der Corona-Krise ist auch für Familien erstmal nicht in Sicht. Ja, so ist es leider. Mütter, Väter, Kinder im Stress, so heißt die Story im Ersten, läuft dort um 22.50 Uhr heute. Und in dieser Sendung erfahren Sie dann noch mehr über diese eben schon vorgestellten Familien, auch darüber, wie es den Vätern und den Kindern geht. Heute wird auch in Hessen an die Reichspogromnacht vor 82 Jahren erinnert. Nochmal Nachrichten mit Roland. Niedergebrannte Synagogen, zerstörte Geschäfte, ermordete Menschen. Die Reichspogromnacht am 9. November 1938 hinterließ eine Spur der Verwüstung. Wegen der Pandemie findet das Gedenken in diesem Jahr in vielen Städten virtuell statt, so auch in Marburg. Marburg gedenkt der Pogromnacht, die heute vor 82 Jahren die Stadt und ganz Deutschland erschüttert hat. 1400 Synagogen wurden in Brand gesetzt, tausende Läden und Wohnungen zerstört und tausende Menschen jüdischen Glaubens misshandelt, verfolgt, beschimpft. Um ihr Bedauern und Mitgefühl auszudrücken, sind schon den ganzen Tag über Menschen auf den Platz des Gedenkens gekommen. Hier stand bis zum 10. November 1938 die Synagoge. Es gibt ja immer weniger Zeitzeugen ja auch. Und dementsprechend, finde ich, sind solche Gedenktage halt sehr, sehr wichtig für uns junge Leute und noch und für die nächsten Generationen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Gedenkveranstaltung im kleinen Kreis unter dem Motto »Mit Abstand, aber im Herzen zusammen« statt. Und mit dem Blick auf die Reichspogromnacht hat sich heute auch der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, geäußert. Er sieht im Milieu der Corona-Leugner eine wachsende Gewaltbereitschaft und eine mangelnde Kenntnis der Geschichte der Judenverfolgung. Wer sich einen Judenstern mit der Aufschrift Ungeimpft ans Revers hefte, stelle sich völlig geschichtsvergessen mit den Opfern des Nationalsozialismus auf eine Stufe. Außerdem sollte auch das Vorgehen gegen Verschwörungsideologien Teil der Pandemiebekämpfung von Bund und Ländern werden, so Mendel.
Ja, ein Hessentag, der wirkt lange nach. Und das zeigt sich auch in diesem Fall. Zwei Kinder aus Bayern haben 9 Jahre nach dem Hessentag in Oberursel eine Postkarte gefunden, die damals per Luftballon abgeschickt wurde. Aus Lohr am Main kam die Postkarte jetzt, und zwar von den Kindern Moritz und Magdalena. Und belohnt wird der späte Fund natürlich auch, und zwar jeweils mit einem Malkasten. Glückwunsch. Das waren die Nachrichten, und weiter geht's mit Daniel. Dankeschön, Roland. Es ist ja eigentlich gerade die Zeit der Martinsgänse, die Zeit, in der die Tiere selbst allerdings das Zeitliche segnen und dann gebraten auf unseren Tellern liegen. Ja, ob beim Familientreffen oder auch im Restaurant. Aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich gesagt, denn treffen soll man sich nicht mehr. Restaurants haben zu. Stellt sich die Frage, rettet Corona unzähligen Zuchtgänsen das Leben? Dem sind wir nachgegangen im Werra-Meißner-Kreis. Wenn's hell wird, haben sie Ausgang. Sind ja auch echte Freigänger, diese Gänse. Und winterhart sozusagen. Bei Wind und Wetter watscheln sie jeden Tag auf den Wiesen der Familie Kölmer in Fellmieden bei Hessisch-Lichtenau. Und das schon seit 25 Jahren. Das ist Standard-Gänseleben, was wir hier haben. Das ist morgens früh, stürmen sie auf ihren Auslauf, stürmen sie auf ihre Weide. Weil Gänse sind ja eigentlich Grasfresser. Sie leben von, wenn man die Wildgänse ziehen über die Felder, fressen Gras, und das bieten wir ihnen genauso. 400 Gänse hat Geflügelbauer Thomas Kölmer auch in diesem Jahr trotz Corona. Dazu noch Enten und Hühner. Bei ihm haben die Tiere Zeit zum Wachsen. Es gibt kein Mastfutter, keine Antibiotika, dafür viel Auslauf und frisches Gras. So soll das Fleisch besonders gut schmecken. Also bei uns, die Fleischqualität zeichnet sich darin aus, dass sie viel Gras und Getreide haben. Und das heißt, sie haben relativ wenig Fett. Die Schnellmastgänse, die haben einen hohen Fettanteil, weil sie wenig Bewegung haben. Der wird im Endeffekt nur auf Gewicht gezüchtet und nicht auf Fleischqualität. Die Familie verkauft ihr Geflügel als Direktvermarkter auf ihrem Hof. Thomas Kölmer schlachtet selbst auf Bestellung. So, wie schwer ist er denn jetzt? 5,5 Kilo. 5,5, prima. Gut, sehr gut. Und? Dann komme ich 73 Euro bitte. 73, alles klar, gut. Auch in der Corona-Krise, die Gänsebraten hier sind heiß begehrt. Das ist mal ein ordentlicher Gänsebraten, ja, ne? Ja, wunderbar, vor allen Dingen aus der Region, weil das ist für mich wichtig. Es schmeckt auch einfach besser. Und Sie haben was im Topf hinterher, es ist nicht so ein Ding, mit dem Sie anfangen und dann ist es so, sondern es bleibt so, das Fleisch. Schönen Rotwein dazu, Grünkohl und Hefeklöße gibt es bei uns. Das ist immer unser traditionelles Essen. Und die Gans schwimmt bei uns auch im Rotwein. Also wird ein lustiger Abend. Ach, schon mal was für die Vorfreude. Für 50 Gänse der Kölmers geht es jedes Jahr von Fellmieden auf die Reise nach Großalmerode zur Jausenstation in Weißenbach. Eigentlich waren hier die Gänseessen schon ausgebucht, wie beinahe jedes Jahr. Doch dann kam der Lockdown. Für Matthias Pflüger und sein Team ein herber Schlag. Doch auch eine neue Chance. Sie wollen die Gans mal ganz anders an die Kundschaft bringen. Als Gans to go sozusagen. Ja, die Weihnachtsgans oder den Gänsebraten, den kann man bei uns hier bestellen, sodass die Leute oder Kunden sich den fertig abholen können, fertig gebraten mit Beilagen, also selbstgemachte Thüringer Klöße, Rotkraut, Grünkohl aus dem eigenen Garten. Oder auch die rohe Gans können die Leute bei uns ordern oder auch sogar vielleicht online bestellen. Mit Kühlversand würden wir das Ganze dann auch verschicken. So sollen Martins und Weihnachtsgans doch noch gesichert sein. Und auch die Gerichte von der Speisekarte gibt es hier zum Mitnehmen in Omas Weggläsern. Und vielleicht gibt es ja auch bald die Gans im Glas, wer weiß. Mit Hofladen à la Wurst und eigener Käserei sind sie in der Jausenstation noch gut aufgestellt. Und auch die Kölmers, die sind sich sicher, die Martinsgans, die wird wieder ein Renner. Aber aufgepasst beim Weihnachtsbraten. Wer meint, er muss am 23. noch eine Gans bestellen, der muss damit rechnen, dass er keine mehr bekommt. Unser Bundesland hatte neulich 75. Geburtstag. Da haben wir an dem Tag ja schon zurückgeblickt auf hessische Erfindungen aus 75 Jahren. Das Elfmeterschießen zum Beispiel, das wurde von einem Hessen erfunden. Das Element Hassium wurde hier entdeckt. Sieht ein bisschen aus wie unser neues Hessenschau-Logo. Auch eine neue hessische Erfindung. Ja, und dann gibt es noch die Parkscheibe. Die ist auch aus Hessen.
Und da heute der Tag der Erfinder ist, dachten wir uns, kramen wir noch ein bisschen weiter im Archiv. Und da findet man noch mehr Innovationen made in Hessen. Ja, ja, es ist Hessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir Hessen haben die Welt verändert wie kaum ein anderer. Der Schnappschuss, wie wir ihn kennen, zu verdanken ihm, Oskar Barnack. In Wetzlar hat er die Kleinbildkamera erfunden. Da ist das Ding, Urleica von 1924. Leicht zu transportieren und schnell zur Hand. Hessen hat die Fotografie damit komplett modernisiert. Ich finde das immer noch das Grandioseste, was es gibt als Schießwerkzeug. Apropos Schießwerkzeug. James Bond wäre ohne Hessen nie so erfolgreich gewesen in seinen Filmen dank Kleinstbildkamera. Minox. Ihren Namen hat sie in Wetzlar bekommen. Die Spionagekamera schlechthin. Selbst die Queen war bei ihrem Besuch in Hessen schwer beeindruckt, als sie eine geschenkt bekommen hat. Eine goldene Minox. Na, blass vor Neid? Dann ab ins Solarium. Gäbe es nicht ohne die Erfindung von Richard Küch. Die UV-Lampe hat er in Hanau erfunden. Hereus heißt das Unternehmen. Schon in den 1950ern gehörte ein Nachfolgeprodukt dieser Erfindung quasi zur Wellness-Grundausstattung. Ein Wunderkind der Wissenschaft. Vor Krankheit und vor Müdigkeit schützt Höhlensonne jederzeit. Gesundheit, Frische, Glück und Wonne gibt euch die Hanau-Höhensonne. Und so schön gereimt. Noch so ein hessisches Ding ist die Busspur. Die erste in Deutschland gab's in Wiesbaden. Toll. Viel schöner als eine Busspur ist allerdings das hier. Der Portionierer für granuliertes Streugut. Kurz, der Zuckerstreuer, mit dem sich die Menge des Zuckers dosieren lässt. Genannt der süße Heinrich. Benannt nach dem Erfinder Heinrich Kurz aus Windecken. Wir Hessen sind schon ein süßes Völkchen. Und ohne uns wäre die Welt um mehrere chemische Elemente ärmer. Die hier puzzeln auf der Namenstaufe fürs Darmstadtium, das ist eins davon. Ein künstlich hergestelltes Element. Erstmals erzeugt in Surprise, Surprise, Darmstadt. Jaja, es ist Hessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es ist echt verrückt, was alles hier aus Hessen kommt. Ich werde mir mit einem ganz anderen hessischen Gefühl Zucker in den Kaffee streuen demnächst. Und du trinkst vielleicht noch einen, oder? Auf jeden Fall. Wir kommen nochmal wieder mit Nachrichten. Und zwar um 21.30 Uhr mit der späten Hessenschau-Ausgabe. Und dann kommt Simone Kienast mit dem Hessenschau-Wetter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann morgen wieder einschalten. Und nachher nochmal bei Roland. Bis morgen. Bis später. Tschüss. Tschüss.